3, 2, 1. Jo Leute, es geht. Herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Ich war gerade mit einem Freund unterwegs und dann haben wir spontan so ein Car-Tuning-Treff gefunden. Also wir waren eigentlich, ich wollte nur mein Bike waschen, was ich auch gemacht habe übrigens, ohne Kamera. Und dann sind auf einmal ganz viele Billo, also schon Schrott-Tuning gewesen, aufgetaucht, Leute. Und ja, da mache ich mich jetzt wieder auf den Weg hin. Ich habe gerade, bin von da weggefahren. Mein Kollege wartet da auf mich und ich habe die Cam nicht dabei gehabt. Und die habe ich jetzt geholt. Jedenfalls, das hat letztes Mal im Vlog ja jetzt nicht so gut geklappt mit dem neuen Kamerawinkel. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich habe die Kamera ein bisschen runtergestellt. Ich habe es wieder nicht getestet, weil ich jetzt einfach in Eile bin. Genau. Aber Audio ist jetzt wieder besser, weil jetzt habe ich wieder das gute Mikrofon am Stissel. Ich fahre da jetzt wieder hin und eigentlich nur, um mal zu schauen, so vielleicht passiert da noch was Nettes oder vielleicht sind da ein paar geile Karren, die man mal filmen kann. Und ich hoffe, die sind jetzt noch nicht weg. Und dann werden wir gleich mit denen, falls die eine Ausfahrt machen, noch ein bisschen hinterhergurken. So, das war unsere Intention jetzt dahinter. Ja, ich fahre jetzt da wieder hin und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich hoffe mal, dass es klappt. Wir sind doch heute eigentlich nur gefahren, weil das Wetter ganz gut ist. Abgesehen vom Wind, der jetzt gerade ultra reinscheppert. Aber ansonsten war das Wetter wirklich schön heute. Es ist jetzt schon später, weshalb die Sonne schon ein bisschen weg. Sie geht gerade schön unter. Aber ansonsten einfach 13 Grad. Ich fahre wieder in Pullover, Alter. Das ist auf jeden Fall, macht schon Spaß. Jetzt sind wir gleich wieder da. Oh ja, und da fahren schon die nächsten drauf. Okay, sie sind alle noch da. Ein Glück. Jetzt muss ich meinen Kollegen nur wiederfinden. Ach, der chillt da schon mit anderen. Ja klar, warte, ich schließe meinen. Ja, ich habe gefragt, die meinten, wir können mitfahren und alles juckt die nicht. Ehre. So, wir laufen mal ein bisschen rum jetzt hier. Aus Polen. Lol, sowas Polen? Die sind doch nicht geil, ey. Ja, Hauptsache kommt aus Polen oder Hannover kommt da hinten. Krass. Aber beide kämpfen, ja. Ist aber schick. No good racing. Oh, das sieht legal aus. Ja, heftig. Lass mal rumgehen. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall. Boah, die Sonne, Alter. Boah. Ich, Junge, was da runterkommt. Aber ich liebe ja G-Klassen, Junge. Ist doch brutal, die Dinger, ehrlich, ne? Ist doch die neue, oder? Heftig. Ist heftig. Auch die Farbe ist geil. Heftig. Pipi-Line. Auch geile Farbe. Daily Bitch. Der City-Go, Junge. Geil. Ja, aber kannst du halt auch nicht anhaben, wenn du fährst, ne? Die Dinger, ne? Die scheppern so heftig, glaubst du, Mann. Du hast da bei jedem, du hast da so kranke Fehlstunden mit. Ja, auch also gleich drei davon. Ja, aber die sind wirklich geisteskrank, du musst mal Videos davon machen. Ja, weiß ich. Das doch letztes ja, ja, hast du mir gezeigt, ja. 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 Boah. Ich sag dir, auf diesen Teilstrumpf an, da. Mit dem Rad. Ja, ja, ja. Oh, Junge, was? Junge, und dann auch noch so eine Frau, oder? Mega nice. Ja. Was willst du denn mit den Kennzeichen schmeckt so? Da würde ich auch waschen gehen. Wollen den weiß mit schwarzen Akzenten? Schon geil. Was hast du denn gemacht, Junge?
Die machen anscheinend irgendwelche Videos. Schon geil. Die kommen hier gar nicht mehr weg. Ist halt Stock, ne? Aber. Ja, trotzdem, ich liebe ja Geld, Mann. Ich liebe ja Geld, Mann. Schon heftig. Ja. Aber die Ausgabe ist doch nicht so unnötig. Ich, Junge, das Auto fahre ich am meisten. Das ist so geil. Es ist so geil, Junge. Das ist ein anderer, der andere gerade immer noch so Longboard drin gehabt. Das ist ein anderer. Echt? Ja. Er hat nicht mal ein Oldtimer-Kennzeichen. Was? Er hat nicht mal ein Oldtimer-Kennzeichen dran. Und direkt an deine Musik hier, ne? Meistens feiert die nicht, weil die scheiße aussehen, so finde ich, aber... Ja, ich feier VW sowieso nicht. Aber Junge, das ist so erfrischend, das in die Augen zu bekommen, ne? Was hat der mit dem Ding gemacht, Erwin? Ja, Junge, da kommt so viel Dreck runter. Ja, aber was ist denn das? Ich hab keinen einzigen Schaden von dem Unfall mitgenommen, ne? Keinen einzigen Fleck. Ja, zum Glück. Richtig geil eigentlich, ne? Weil die Versicherung hat ja alles bezahlt. Der gute Junge hatte einen Auffahrunfall mit dem Teil. Wild. Das hört man wahrscheinlich gar nicht. Das ist echt wild. Ja, ja, ja. Ja, stimmt, Soundcheck. Mm. Der klingt gerade richtig wild. Digga. Die Einzylinder-Power. Ich muss ehrlich sagen, mein Auto ist geil. Ja, der ist wirklich geil. Einer wird eh noch kommen und sagen, macht mal ein paar Wheelies. Für Video, macht mal ein paar Wheelies, Jungs. Genau. Geht nicht. Besser nicht. Ja, kriegen wir nicht hin. Nur mal spannend, fahren wir hier runter. Ja, instant tot. Der wird nicht sehr anders eng, Alter. Ist so. Ein Transporter passt hier nicht durch. Ich glaube, es wird schon eng, wenn du so einen dicken C63 oder sowas hast. Ja, das auch schon. Ich glaube, ich hole mir so einen auch als Erstwagen. Also den W3er, ne? Mhm. Du musst die Felgen mal sauber machen, alles. Es geht halt gar nicht, ne? Du musst das zu Hause machen. Ja. Hier auf hier zu Hause sauber machen. Das ist das Ding. Ja. Der Sitz geht nicht mehr sauber. Bah! Kotzt er mir auf den Sitz, Junge, ich glaub's nicht. Ey, hier wird's auch einfach nicht sauber. Ich gehe da mit Druck, mit Druckluft ran wie so ein Dulli. Es fühlt sich so gut an, ne? Was? Es fühlt sich richtig geil an. Ja, aber das ist nicht weit. Ich finde auch ehrlich, ne? Von hinten, wenn man noch an. Da kommen die nächsten. Passt. Boah, Junge, ist das Ding geil. Geisteskrank. Junge. Ah, die finden keinen Parkplatz. Boah. Digga, die G-Klasse, der Sound. Sound so tief, das ne? Ist so heftig. Was? Das ist echt heftig. Die G-Klasse haben einen riesigen Motor, ne? Ja. Ich fällt gerade auf, der Platz hier ist eigentlich voll scheiße, weil hier gar kein Platz ist. Ja, ist wirklich so. Kein Platz hier.
Ich muss auch mal Handschuhe wieder anziehen, wird kalt. Ja, wollen wir ein bisschen Helm aufsetzen? Schön. Ich glaube, das gibt gerade eh nicht so viel, deswegen. Mach Kamera erstmal aus. So Leute, ich habe mich mal wieder verpisst. Denn es sieht schwer danach aus, dass es gleich anfängt zu regnen. Wir haben noch uns mit einem Typen unterhalten, der meinte auch, dass heute eh nicht mehr viel passiert. Das Treffen wäre fast abgeblasen worden, weil es eben regnen soll heute. Hau euch auf jeden Fall mal den Insta-Channel dieser Gruppe in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal abchecken. Und wir werden dann versuchen, beim nächsten Treffen vielleicht dabei zu sein, wenn es auch wieder ein bisschen wärmer wird. Und da ein bisschen was Geiles, versucht dann ein bisschen was Geiles aufzunehmen. Weil die ganzen Sportkarren haben abgesagt. Ja, und es kamen halt nicht so viele Leute mehr. So. Das sollte es aber mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn es ein bisschen komisch war. Lasst gerne ein Like da. Würde mich drüber freuen. Und ein Abo, falls ihr noch kein Abonnent seid. So, und da ich überhaupt nicht mehr reden kann und einfach nur noch trocken nach Hause will, war es das jetzt mit dem Video. Und bitte fahrt zu. Haut rein. Ciao, ciao. Oh, und jetzt fängt es an zu regnen. Komm, fahr doch bitte. Fahr doch bitte.